Ja, hallo, hier ist die Geldfrau mit Tag 2 von der Kryptokonferenz in der Frankfurt School of Finance. Und offensichtlich geht es jetzt doch live, was mich sehr freut, weil das WLAN ist hier dermaßen schlecht, dass gestern das mit dem Live-Take nicht geklappt hat. Also, ich wollte euch erzählen, was heute auf der Kryptokonferenz alles so vorgetragen worden ist. Das Programm ist wieder mal pickepacke voll, auch am zweiten Tag, was ich wirklich sportlich finde, weil das Thema ist anstrengend, das Thema ist komplex und der Plan, der Tagesplan ist wirklich getaktet im 20-Minuten-Rhythmus auf drei verschiedenen Podien und in drei verschiedenen Räumen. Wird alle 20 Minuten ein neuer Vortrag angeboten. Das ist wirklich ein ganz kompaktes und herausforderndes Programm. Ich habe mir von heute Morgen um 9:30 acht Vorträge angehört, darunter zwei von den Regulierern, also von der Europäischen Zentralbank und von der Bundesbank. Das ist die Bankenaufsicht und die Notenbank. Habe ich mir noch was angehört von einer Gruppe, die in IT, also Programmierung und Softwareprogrammierungen macht. Und zwei Banker waren auch dabei, die von Anwendungsfällen berichtet haben, die sie in der Bank machen. Und das Interessanteste war für mich, dass der Vortrag, wo es am vollsten war, also wirklich, im Grunde waren alle Plätze belegt, genau, es standen sogar noch Leute, war, als ein CEO seine App vorgestellt hat. Bison App, Bison nannten sie das, bisonapp.de. Und was macht Bison? Bison vereinfacht den Kauf von Bitcoin bzw. von Kryptogeld. Die Jungs haben sich dazu Gedanken gemacht, weil es einfach wirklich auch kompliziert ist. Wer von euch Geld hält, weiß, dass das echt ein langer Weg ist, um ein Kryptogeld zu kaufen. Und die haben sich hingesetzt und das einfach gemacht, sehr einfach gemacht. Und ihr könnt euch das ja mal anschauen. Es ist so, dass beim Kryptogeld, die welches haben, wissen es, die noch nicht haben, den sag ich's jetzt, man braucht, um tatsächlich an sein Kryptogeld zu kommen, einen privaten Schlüssel. Das ist quasi der Türöffner. Wenn wir den verlieren, dann ist es hin mit unserem Kryptogeld. Das ist wie beim Tresor, wenn wir den Schlüssel verloren haben, den Code, dann kommen wir da nicht mehr rein. So ist das auch mit Kryptogeld. Wir brauchen also diesen privaten Schlüssel. Und alles das organisiert die App für uns. Also wir müssen uns da im Grunde nur relativ einfach einloggen. Wir eröffnen ein Konto. Ich glaube, das war die Solaris Bank, mit denen sie zusammenarbeiten. Und dann wickelt im Grunde diese Bison App oder Bison App alles im Hintergrund ab. Das ist ein ganz interessantes Modell. Also wenn ihr da Lust habt, in sowas zu investieren, könnt ihr euch das ja mal anschauen. Mein Fall ist es nicht. Ich werde es mir aber auch mal angucken, denn es ist kein erprobtes Geschäftsmodell. Es ist aber auch so, wenn diese Bison App insolvent gehen würde, würde der private Schlüssel an euch gehen und die Gelder, die ihr gekauft habt, also das Kryptogeld, ist quasi ein Sondervermögen. Das geht nicht in eine Insolvenzmasse mit ein. Das ist auch so, wenn ihr Fonds kauft, Indexfonds, also ETFs zum Beispiel, ist auch Sondervermögen. Wenn die Gesellschaft pleite geht, ist das Geld nicht weg. Also, Bison App fand ich ganz interessant und da war wirklich jeder Platz belegt. Ansonsten bei allen anderen Vorträgen waren immer noch einige Plätze oder viele Plätze auch manchmal frei. Gestartet habe ich mit einem Referenten, der nochmal so ein bisschen in die Geschichte des Bitcoin und der Idee dahinter gegangen ist, um zu erzählen, dass irgendwie, ja, was sagte er? Im Grunde die Blockchain tot ist. Das war ein provokanter Satz von ihm. Er hat nochmal auf den Gründer des Bitcoin, Satoshi Nakamoto, ist er nochmal eingegangen, der im Januar 2009 den ersten Bitcoin geschaffen hat, geschürft hat, so heißt es ja, Mining, Bitcoin geschürft hat. Und also die erste Blockchain-Transaktion mit Bitcoin dann kurze Zeit später vonstatten ging mit Hal Finney. Vielleicht kennen den einige von euch. Auf jeden Fall ist es interessant, diese Geschichte, weil der Referent hat davon erzählt, dass es eine ganze Literatur
dazu gibt, zu diesem Bitcoin, allerdings schon geschrieben in den 70er Jahren, in den 70er, 80er Jahren. Wenn euch das interessiert, könnt ihr ja zum Beispiel mal nach dem Titel Snow Cash, also weißes Geld, Snow Cash gucken. Es gibt da eine ganze Literaturbewegung, die sich mit digitalem Geld beschäftigt und auch die ganzen Probleme beschreibt, die wir heute haben, also mit staatlichen Einfluss, großen Konzernen, Gewaltenteilung. Das wurde da alles schon thematisiert und wenn euch dieses ganze Themengebiet E-Cash oder elektronisches Geld, Kryptogelder, wenn ihr euch da mehr einlesen wollt. Das ist mit Sicherheit auch was euch interessante Gedanken noch dazu bringt. Er hat erzählt, dass erst etwa so im Jahr 2014, also gab es dann Bitcoin, wurde schon geschürft 5 Jahre lang, quasi die Kapitalisten hat er das genannt, Bitcoin für sich entdeckt haben, also vor allen Dingen die Banken, dass dann große Venture-Kapitalisten oder Venture-Geldgeber Milliarden eingesammelt haben, um die Technologie voranzuschreiben. Und der Gründer im Übrigen, Nakamoto, nie den Begriff auch Blockchain benutzt haben soll, sondern ich glaube nur von Bitcoin gesprochen hat, wenn auch überhaupt. Und im Moment gibt es so 2 Strömungen am Markt. Das sind die einen, das sind die privaten Customized-Anbieter. Das sind also Banken und Technologiefirmen, große Technologiefirmen, die die Entwicklung bei der Blockchain und beim Bitcoin oder bei Kryptogeldern vorantreiben. Und dann gibt es noch eine kleine Gruppe, das sind die technologischen Entwickler, hat er gesagt. Und zu diesen technologischen Entwicklern gibt es auch immer noch so eine kleine Gruppe, von der er auch gesprochen hat, die am Anfang diese Bitcoin-Technologie nach vorne getrieben haben. Und das sind die sogenannten Cyberpunks. Vielleicht habt ihr davon auch schon mal was gehört. Das ist eine kleine Community von Entwicklern, die den Code auch erweitern und umgestalten. Und also wenn euch das von der technischen Seite interessiert, googelt mal nach Cyberpunk. Kritische Bemerkung von ihm war, was ich sehr gut fand, dass alle jetzt Blockchain machen wollen und darüber forschen und viel darüber sprechen, aber dass im Grunde noch die Inhalte fehlen. Also dass kaum einer sinnvolle Anwendungen hat. Das ist das, worüber ich gestern auch gesprochen hatte, dass so viel Komplexität dadurch hineinkommt und alle irgendwie genau darüber reden, aber ich den Sinn dahinter gar nicht sehe, also die Nutzung für uns, die wir es ja irgendwann mal anwenden sollen. Und das ist auch seine Kritik, dass es im Grunde kaum sinnvolle Anwendungen für die Blockchain-Technologie gibt. Der einzige wirkliche Inhalt und wo es auch eine stabile Verwendung ist der Bitcoin. Vielleicht auch noch Ripple als anderes Kryptogeld oder Ethereum. Aber das ist im Grunde die einzige sinnvolle Anwendung bisher und stabile Anwendung, das ist der Bitcoin. Das fand ich einen sehr interessanten Vortrag. Er sagte, ohne Businessmodelle hinter der Blockchain ist die Blockchain auch sinnlos. Brauchen wir sie nicht. Danach habe ich mir die zwei Regulierer angehört, einmal von der Europäischen Zentralbank und dann von der Bundesbank. Und im Grunde beide Zentralbanker, ja gut, das verwundert jetzt auch nicht, haben natürlich gesagt, dass Kryptogeld natürlich kein Geld ist, denn es ist kein offizielles Zahlungsmittel. Keiner im Laden muss Kryptogeld nehmen, also Bitcoin. Wenn ihr aber in den Laden geht und Euro auf den Tisch legt, dann muss der Verkäufer das annehmen. Es ist also ein offizielles Zahlungsmittel. Kryptogeld ist kein offizielles Zahlungsmittel. Und sie haben auch beide betont, dass eine dynamische Wirtschaft auch eine regulierte und aktive Geldpolitik braucht. Allerdings, ja, da ist viel dran. Also wenn die Wechselkurse zum Beispiel stark schwanken, Euro-Dollar, dann greifen die Notenbanken teilweise ein, wenn es gut ist für die eigene Wirtschaft. Dann kaufen sie entweder gegnerische Währung vom Markt oder geben zusätzlich Währung hinein, um das Verhältnis zwischen den beiden Währungen einigermaßen stabil zu halten. Das ist natürlich bei Kryptogeld überhaupt gar nicht gegeben. Da schwankt alles, wie es schwanken will. Und da greift niemand stabilisierend ein.
das ist auf jeden Fall auch ein Punkt in dieser ganzen Diskussion, ein wichtiger Punkt. Ansonsten habe ich mir von den Notenbankern jetzt nicht so viel mitgenommen. Das fand ich jetzt alles nicht so überraschend. Dann weiter ging es zu zwei Bankern. Einmal war die Commerzbank vertreten und die LBBW, die Landesbank Baden-Württemberg. Und es ist interessant, ich hab nicht gedacht, dass die großen Banken wirklich so intensiv sich damit beschäftigen. Mir war schon klar, dass sie sich damit beschäftigen, aber derart intensiv. Also da wurden eigene große Abteilungen gegründet mit glaube ich, ordentlich Manpower, die daran forschen, wie sie natürlich die Blockchain-Technologie und auch die Kryptogelder, aber vor allen Dingen die Blockchain-Technologie für sich nutzen können. Denn klar ist, dass das wirklich am Geschäftsmodell der Banken nagt. Und es ist klar, dass sie sich damit beschäftigen müssen. Und die Commerzbank, der Leiter dieser Technologiegruppe, hat so einige Anwendungsfälle mitgebracht. Es sind nur wenige, weil bisher haben sie einfach noch nicht viel gemacht. Und zwar geht es da vor allen Dingen um Schuldverschreibungen. Schuldverschreibung ist zum Beispiel, wenn Siemens Geld braucht, was weiß ich, 500 Millionen oder eine Milliarde am Kapitalmarkt aufnehmen möchte, also bei uns allen, weil sie ein neues Investment planen, weil sie neue Forschung betreiben möchten, dann gehen sie normalerweise an die Banken heran. So ist es natürlich auch hier in dem Fall gewesen. Siemens tritt an Commerzbank heran und sagt, hier kannst du für mich eine Milliarde oder 500 Millionen einsammeln. Das hat die Commerzbank durchgespielt mit der Token-Technologie, also eine Unterform des Kryptogeldes und haben das über Blockchain-Technologien abgewickelt. Und zwar hat er erzählt, dass man dafür einfach kein Papier mehr braucht, dass man sich unglaublich viel Zeit spart. So eine Transaktion insgesamt dauert mindestens 2 Tage, mal die ganzen Vorarbeiten abgesehen, dauert mindestens 2 Tage. Und mithilfe der Technik, mit der Blockchain-Technologie und den Tokens ist es so, dass in dem Moment, in dem der Vertrag unterschrieben ist und quasi zwischen Commerzbank und Siemens abgewickelt wird, wird automatisch auch die Gelder transferiert. Also da muss nicht zusätzlich irgendwas noch gebucht werden in diesem Beispiel-Case. Im Hintergrund hat er natürlich gesagt, gab es natürlich noch die ganzen Papierberge, weil die Regulierung in Deutschland und Europa so ist, dass das noch erfüllt werden muss. Das sind Zukunftsanwendungen, mit denen die sich hier beschäftigen. Aber das sind Fälle, wo sie mit 6 Unternehmen, großen Unternehmen, schon mal Beispielfälle durchgerechnet haben und durchgespielt haben. Und sie sind da, fanden sie, es lief alles ganz prima. Weil sich vor allen Dingen der administrative Aufwand extrem verringert, die Fehlerquellen nicht mehr so viel sind und die Banken hier natürlich austesten können, wo liegt ihre Rolle eigentlich in der Zukunft, wenn wir mit diesen Token-Technologien, Blockchain und Kryptogeldern, also mit E-Cash, wo man keine stofflichen Transferierungen mehr braucht, wo da ihre Rolle ist. Ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, dass die Banken hier gucken, wo können sie ihre Kompetenz einbringen, wo können sie ihre Infrastruktur einbringen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Testfeld. Nicht, dass die Fintechs und die Startups einfach die Banken überrollen. Denn klar ist, Banken haben durch Jahrzehnte, jahrhundertelange Wachstumsprozess natürlich Strukturen geschaffen, die wahnsinnig kostenintensiv sind. Ne? Das könnt ihr euch vorstellen, allein die ganzen Hierarchien, die ganzen bürokratischen Abläufe in Banken, das haben Startups alle nicht. Die können sich, wenn sie die Regulierungen erfüllen, eine Banklizenz besorgen und dann einfach loslegen. Und zwar ganz lean, wie man so schön sagt, ne? Ganz leicht in der Organisation und können sich nach und nach so organisieren, wie das der Markt, wie das die Technologie braucht. Deshalb ist das für die Banken natürlich ganz klar, ganz wichtig, da den eigenen Platz zu finden. Das war ganz interessant, aber wurde auch nur alles an der Oberfläche angeschnitten. Ist klar, so richtig tief rein ging das Ganze nicht mehr. Deshalb ist es für mich nicht ganz so gut nachvollziehbar. Dann trat die Börse Stuttgart auf mit einem sehr erfrischenden Beitrag. Der CEO, also der Vorstandschef, Alexander Höppner, war da und er hat so den ganzen Krypto-Jüngern so ein bisschen, glaube ich, den Kopf zurechtgerückt, was ich, wie gesagt, sehr erfrischend fand, weil er hat nämlich gesagt,
dass im Grunde diese ganze Technologie, Blockchain, alles überhaupt nichts nützt, wenn wir keine Geschäftsmodelle haben. Das ist das, was in einem vorigen Referat auch schon mal angesprochen worden ist, dass die Technologie im Grunde wurscht ist. Was das Entscheidende ist, ist die Funktion, also was wir damit tun, welche Geschäftsmodelle, welche Anwendungen und so weiter damit verbunden sind. Das ist ja das, was ich euch auch gestern erzählt habe. Mir hat gestern komplett gefehlt, die Nutzung für uns, für die Gesellschaft. Was bringt uns das? Genau in diese Kerbe hat auch Herr Höppner geschlagen und hat gesagt, wir brauchen Funktionen, wir brauchen Nutzen und im Grunde wird alles über Märkte auch abgewickelt. Ne? Die Börse Stuttgart ist ja ein großer Markt für Aktien und Anleihen und Rohstoffhandel und so weiter. Die sehen natürlich alles aus ihrer Marktbrille und ich fand, er hat da einen sehr guten Gedanken in die Diskussion gebracht. Technologie ist gut, ist wichtig, ist richtig, aber ohne Funktion, ohne Geschäftsmodell, so what? Bringt die Technologie an sich alleine auch nichts. So, das war das, was ich mir angehört habe im Großen und Ganzen. 8 Vorträge. Es wird noch weiter diskutiert. Es geht heute wieder bis 17 Uhr. Ich finde es eine Mammutkonferenz. Wirklich, es geht um 9 Uhr los, gestern bis 17, 18 Uhr, heute ging es um 9 Uhr los, auch wieder bis 17 Uhr. Im 20-Minuten-Takt geht es hier Schlag auf Schlag. Also die Branche ist in Bewegung, es wird hier viel diskutiert. Es ist aber auch wie so ein bisschen Klassentreffen, habe ich das Gefühl, weil es in dieser, ich sag mal, in dieser Liga, in dieser Technologie und Anwendungsbereichen gibt es nicht so viele und die, die es gibt, die kennen sich aus Marktstudien, aus anderen Konferenzen und man trifft sich hier immer wieder und arbeitet auch zusammen. Also das ist so eine recht überschaubare Community und ich würde euch empfehlen, tatsächlich das Ganze auch immer etwas zu beobachten. Nicht so sehr als Anlagezweck, aber die Kryptogelder oder diese Technologie und Blockchain. Okay, jetzt bin ich wieder drauf. Also, es war irgendwie kurz weg. Also mal sehen, welche Anwendungen es für uns bringt. Vielleicht können wir das auch alle mitgestalten. Das ist so das, was ich mir mitnehme. Ich werde mich noch mehr mit dem Thema beschäftigen, aus struktureller Sicht. Und dranbleiben und euch natürlich weiter berichten. Und ich wünsche euch einen schönen Dienstag und noch eine gute Woche. Und ich mache mich jetzt gleich auf, um wieder nach Hamburg zu kommen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis bald, eure Geldfrau.